Am zweiten Montag jeden Monats findet im Jugendkulturzentrum in Lahnstein das Repair-Café statt. Es geht darum, dass die Dinge nicht mehr weggeschmissen werden, so einfach nach 2-3 Jahren Gebrauch oder nachdem die Gewährleistung abgelaufen ist, sondern dass man guckt, dass man sie reparieren kann, wieder in Schuss bringt, wieder nutzen kann. Die Idee für das Repair-Café entstand aber nicht in Lahnstein. In Holland hat das eine Frau erfunden, die gedacht hat, Mensch, man müsste eine Bewegung dazu finden, dass man nicht alles wegschmeißen muss, und haben dann halt nach und nach solche Gruppen gegründet, die dann halt sich um alle möglichen Elektrogeräte, aber auch Nicht-Elektrogeräte kümmern. Und was wird alles repariert? Geht in der Regel für alte Musikgeräte, genauso wie Computer, Smartphone, aber auch Küchengeräte, Quirls, Kaffeemaschinen und Ähnliches. Es kommen immer mehr Leute, auch vermehrt Leute mit ihren alten Sachen zu uns, Röhrenradios, mit Transistorradios, wo es auch hier in der Region so gut wie keine Firma gibt, die sich darum noch kümmert, weil auch eigentlich der Stundenlohn und die Wirtschaftlichkeit nicht mehr sozusagen tragbar ist für solche Sachen. Aber viele Leute hängen an ihren alten Sachen und möchten halt gerne diese Sachen behalten und halt auch wieder repariert haben. Ich bin ganz fasziniert. Ich war noch nie hier in dem Gebäude und ich finde es hier drinnen so urgemütlich und so eine schöne Atmosphäre. Und vor allen Dingen bin ich froh, dass meine uralte kleine Stehlampe hier repariert wird. Also es hilft auch der Umwelt ungemein. Es wird nicht mehr so viel weggeschmissen. Das ist also der Hauptaspekt dabei, dass man halt die Sachen, die minimalen kleinen Defekt haben, wieder in Gang setzen können. Die Leute sparen Geld, die Umwelt wird dadurch geschont. Und deswegen finde ich das richtig toll, dass es so ein Repair-Café gibt. Doch das sind nicht die einzigen Nutzen der Aktion. Und man kann hier noch von den Kollegen, die hier sind, lernen. Man bringt nur bestimmte Dinge mit. Aber hier kann man von dem einen oder anderen Kollegen noch was lernen und das finde ich auch klasse. Für mich bedeutet halt Repair-Café auch sehr, sehr viel, weil man in einem Repair-Café nicht einfach nur sitzt und repariert, sondern man lernt immer wieder neue Menschen kennen. Auch viele wissbegierige alte Menschen, die sagen, Mensch, ich helfe Ihnen dabei oder zeigen Sie mir mal, wie das geht. So ist es halt ja auch der Sinn des Repair-Cafés, dass die Leute halt sich selber auch betätigen können, die halt auch noch mitmachen möchten, ne? Damit im Repair-Café auch in Zukunft repariert werden kann, wird jede helfende Hand gebraucht. Das Repair-Café ist daran interessiert, Jugendlichen eine Perspektive zu geben, die sich für Technik interessieren und die halt gerne mitmachen möchten. Wir suchen halt junge Leute, einfach hier im Repair-Café melden, auf der Website oder auf der Facebook-Seite vom Repair-Café einfach eine Nachricht schreiben und dann können sie mit uns in Kontakt treten und dann wird das Ganze dann organisiert. Ne? Und für alle Besitzer von zwei linken Händen bleibt die Möglichkeit, das Repair-Café durch eine kleine finanzielle Spende zu unterstützen.